Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Schön, dass ihr hergefunden habt. Ich bin Sabrina und ich habe ein paar Buchleseecken zum Painten mit Strasssteinchen. Habe ich mir bestellt bei Temu und ich würde sagen, wir gucken uns die mal an. Ich habe hier einmal das Standard-Toolkit. Muss mal gucken, dass ich im Bild bleibe. Und ich habe mir ausgesucht Dinos. Ich hätte es gern gefunden. Okay, das sieht man jetzt hier nicht durch das Papier. Habe ich hier ein kleines Heftchen, wo nichts draufsteht. Ist schön weich hinten. Mich stört es ein bisschen, dass das in rosa-lila ist. Ich habe jetzt hier gerade mein Diamond Pink, den Büchlein. Am besten unten hin. Genau, also mich stört es halt, dass das dafür, dass das eher so Dinos sind, dass das in rosa gehalten ist. Ich hätte es gern so blau-grün. Da hätte man eine andere Farbe nehmen können. Oder aber ich trenne mir das auf und mache mir das selber neu. Dann müsste ich das tatsächlich alles noch vor dem Painting machen. Damit es ein bisschen neutraler aussieht. Ich überlege mir das noch. So, okay, also ich habe hier ein lilanen. Ein Orangen, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Kokosnuss. Genau, hier so ein grüner, schöner Hintergrund. Das wäre super gewesen. Das werde ich hier nicht ändern können, die Ecke, aber den Hintergrund. So, wir haben hier 8 Bilderchen von den kleinen Dinos. Die sind ja sehr süß, die gefallen mir. Kleines Monsterchen ist auch dabei. Das weiß ich nicht, ob man das so schön sieht mit den Zähnchen. Ach, dass das rosa ist. Na gut. Es sind nur 2. Aber das werde ich, glaube ich, doch auftrennen. Mit der Nähmaschine mit den Füßchen. Ohne Nähfuß. Mal gucken. Dann habe ich Steinchen. Wir haben Strass. Wir haben helleres Grün, wir haben schönes helles Türkis, ein bisschen rosa, ein kräftiges Türkis, hellgrün, gelb, orange, rot, ein kräftiges Gelb, transparent. Eine Mischung aus Rosa und Orange, ein bisschen Lila und nochmal kräftiges Rot. Wir haben insgesamt 13 Farben. Ja, nein, ich werde es auftrennen. Muss ich mal gucken, was ich brauche. So einen Eckenschneider habe ich, glaube ich, auch noch. Dann darf es nicht so dick sein. Ist eigentlich viel Papier. Genau. Mache ich mir einen braunen oder einen grauen Hintergrund. Braun. Mal gucken, was sie da haben. Ich habe hier noch was unterschlagen. Wir haben 16 Farben. Wir haben noch grün, schwarz und lila. Genau. So, dann habe ich was für Mädchen gekauft. So für mich nur. Kleine Wichtel. Da würde mich tatsächlich das Rosa nicht stören. Wir haben hier einmal einen großen mit 2 Blümchen, etwas kleiner mit Blümchen.
Ein kleiner, der aussieht wie ein Marienkäfer. Ei mit der Schleife. Mit Herzchen. Und noch mal eine Marienkäfer. Hier habe ich nur sechs. Könnt ihr die alle sehen? Nein. So. Das Ganze mit Strasssteinchen. Also hier müsste ich die Fotoecke oben hin machen. Bei den anderen mache ich die unten hin. Ich überlege gerade, ich habe an diese Zeichen auch immer oben drin. So, dann kommen wir zu den Steinchen. Wir haben 11 Farben. Ein helles Grün, ganz zartes Rosé, Rot, ein dunkles Grau, transparent, bin gar nicht im Bild, transparent. Ein noch dunkleres Grau, Braun. Also die beiden sind sich ja schon fast ähnlich, aber sind trotzdem noch dunkler, weil dann kommt nämlich erst schwarz. Dann habe ich noch ein bisschen rosa. Große schwarze, tropfenförmige in Permut und Gold. Das ist die 1. Ich habe hier 6 Stück, 7 Stück und eine Blume. Was bist du denn? Nummer 1. 1, 2, 3. Wo kommen denn meine Tröpfchen hin? Die 2. Die 2, die 2. Ach, das sind für die Blümchen. Auch schön. Das war's zu meinen kleinen Buchecken zum Lesen. Mit dem einen, mit dem bin ich zufrieden. Bei den anderen werde ich mir wahrscheinlich einen anderen Lederstoff holen. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert mich. Dann könnt ihr irgendwann das fertige Resultat sehen. Wie gesagt, da muss ich erstmal eine schwere Nähmaschine rausholen. Und irgendwann nochmal in den Stoffladen stöbern gehen. Gut, ihr Lieben, bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüss.